Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Vlog hier auf diesem Kanal. Wir schreiben Samstag, den 18.02. Ja, es ist genau Karneval und ich stehe hier wieder um 5.39 Uhr am Finntropper Bahnhof, wie man, glaube ich, unschwer erkennen kann. Das ist unser heutiger Plan. Es ist die Fahrt nach Sinzig, wenn meine Kamera fokussieren würde. Unser ICE nach Bonn ist ausgefallen. Ja, der ist ausgefallen. Wir haben aber schon eine Alternative über Düsseldorf mit dem RE13. Aber ja, wir stehen jetzt hier in Finntrop. Gleich kommt die RB91. Die hat keine Verspätung. Das ist sehr gut. Und dann geht es von Hagen nach Düsseldorf und von Düsseldorf dann nach Sinzig. Dann ein bisschen an der linken Rheinstrecke spotten. Wir informieren Sie über Anschlüsse im Zug. Und damit hallo und herzlich willkommen aus Hagen Hauptbahnhof. Unser ICE 1621 nach München ist ausgefallen. Wir fahren jedoch mit dem RE13 nach Düsseldorf und von da an dann mit dem Rhein-Ruhr-Express nach Sinzig. Ja, wir kommen 20 Minuten später an. Der ICE fällt aus, kennt man ja von der Deutschen Bahn. Aber die Fahrt von Finntrop nach Hagen war sehr angenehm. Und in Hagen ist relativ viel los. Filmen werde ich jedoch nichts, weil in 10 Minuten unser Zug nach Düsseldorf fährt. Oder der RE13 nach München-Gladbach. Man kann ihn auch RE13 nach München-Gladbach Hauptbahnhof nennen. Sollte eigentlich bis nach Venlo fahren, aber können leider nichts machen. Informationen zu ICE 1621 nach München Hauptbahnhof über Köln Hauptbahnhof. Abfahrt 6.57 Uhr fällt heute auf. Grund dafür ist eine Reparatur am Zug. Wir bitten um Entschuldigung. Reden kann man hier am Bahnsteig auch nicht, weil die ganze Zeit nur irgendwelche Züge durchfahren. Und wir sehen uns dann gleich in Düsseldorf Hauptbahnhof. Ich liebe die Deutsche Bahn, weil immer alles ausfällt. Ja, haben würde es nicht hier den Kopf stoßen. Kaukasus. Das hat man alles im Video. Das will ich so hart ins Video reinnehmen. Das wird mit K und K geschrieben. Kaukasus. 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 So, ab geht's. Wir sind jetzt in Sinzig. Ich will drücken. Du willst drücken. Aber ich will aufnehmen. Mein Freund drückt jetzt hier die sehr interessanten Knöpfe. Uiuiui. LKW. Ui, wir kommen in Sinzig. Da sind wir. Sehr schöner Holzbahnhof, habe ich auch noch nie gesehen. Wahrscheinlich hört man jetzt nichts, aber der Bahnhof besteht einfach mal aus Holz. Weiß nicht, ob man das genau sieht, aber der Bahnsteig ist einfach aus Holz. Hier unser Rhein-Ruhr-Express fährt jetzt noch weiter bis nach Koblenz. Wir sind in Düsseldorf eingestiegen. Hat nur eine Minute Verspätung dazu gehabt, also sehr pünktlich. So, und damit heiße ich euch herzlich willkommen aus Sinzig. Wir sind hier gerade mit dem Rhein-Ruhr-Express eingefahren, mit einer Minute Verspätung. Keiner unserer Züge hatte Verspätung, jeder hat ICE. 1621 nach München, von denen wir von Hagen bis nach Bonn gefahren werden, der ist ausgefallen. Grund dafür war eine Reparatur im Zug, aber wir sind mit der Eurobahn gefahren. Die Fahrt war insgesamt sehr angenehm und jetzt geht es gleich an den Spot, wo wir dann auch 4 Stunden lang stehen werden und hoffentlich vielleicht mal noch eine Dienstfahrt sehen werden. Wir sind hier, by the way, an der linken Rheinstrecke. Ich finde es auch immer wieder schön zu sehen, wie sauber manche Züge sind. Zum Beispiel im Rhein-Ruhr-Express, mit dem wir hier hingekommen sind, fühle ich mich persönlich sehr wohl. Einfach, weil es eine gewisse Sauberkeit, einen gewissen Luxus bietet. Das ist auch immer sehr schön. Zum Beispiel der Rhein-Ruhr-Express oder andere Sachen bieten dann immer eine gute Sauberkeit. Und da kommt schon ein Güterzug und den werden wir jetzt filmen. Also einen heftigeren Windstoß hätte der Zug nicht geben können. Vorne war auf jeden Fall der Trax 1 und jetzt geht's an den Spot. Links. 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 Neben uns steht hier gerade ein Güterzug mit einer Trax 3, die ich da vorhin gesehen habe.
Jedoch hat er wahrscheinlich ein rotes Signal bekommen oder wird jetzt ausgeladen. Was da jetzt genau passiert, weiß ich nicht. So, hier fährt gerade abgestellte Güterzug her. Wir werden uns dann gleich ungefähr hier positionieren, da hier ein recht guter Blick auf die Rheinstrecke ist. Ich hoffe mal, dass der Güterzug komplett vorbeifährt, weil ich habe keine Lust, Güterwaggons in meinen Fotos zu haben. So, da kommt der erste Zug des heutigen Tages noch ohne Stativ und wahrscheinlich ein Güterzug. Mit zwei schönen Trucks. Eins. Jetzt werden wir hier unser Stativ aufstellen müssen, wollen, tun. So, da kommt jetzt ein Rhein-Ruhr-Express oder nein, eine Mittelrheinbahn. So, und damit sind wir angekommen hier am Spot zwischen Sinzig und Bad Giesing. Hier an der linken Rheinstrecke, als werden wir jetzt ICEs, Intercities, Rhein-Ruhr-Expresses, Güterzüge, Mittelrheinbahns, alles Mögliche sehen. Hier ist alles, was wir haben wollen. Der Spot, ich kann ihn euch mal kurz zeigen. Ich drehe die Kamera mal und da ist die andere Richtung. Den Spot habe ich auf bahnbilder.de gefunden. Kann man beide fotografieren. Das Wetter ist ganz okay, es ist halt bedeckt. Hauptsache, es regnet nicht. Und wir sehen uns dann gleich beim ersten. Während ich hier mein schönes Brötchen verspeise, sehen wir das erste grüne Signal. Wahrscheinlich ein Rhein-Ruhr-Express. Jedoch kann ich nicht ganz sicher sein, was da kommen wird. Und ja, wir werden den Spot jetzt ausprobieren und schauen, ob wir überhaupt gute Bilder produzieren können. Recht unerwartet haben jetzt hier ein ÖBB Intercity mit, hinten noch ein Lightjet. Und ich werde mir das Video jetzt gleich im Nachhinein anschauen. Steht auf der Strecke. Jetzt habe ich auch mal von einer anderen Position gefilmt, und zwar 5 bis 6 Meter weiter weg über die Straßenseite hinaus. Und ich schaue mir gleich das Ergebnis an, aber ich glaube, dass das Ergebnis ziemlich gut sein wird. Und wenn euch die Vlogs bis hierhin gefallen, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Oder an alle Leute, die aus meiner Klasse zuschauen. Ja, ihr schaut gerade einen Vlog von mir. So, da melde ich mich mal auch wieder nach ca. 30 Minuten. Da kommt jetzt der nächste Zug. Entweder ein Intercity 1 oder ein schöner Güterzug. Auf jeden Fall sieht es aus nach der Trax 1 oder einer Baureihe 101.
das war jetzt eine Trax 3, die sehr schön geübt hat. Ich entschuldige die Störung, da hier recht viel. So, das war jetzt eine Trax 3, die sehr schön gerupt hat. Jedoch entschuldige ich die Störung, weil hier recht viel Unkraut ist. Und wenn man auf ein Unkraut tritt, wackelt unsere gesamte Kamera. Deswegen entschuldige ich die Störung. Diesmal leider nur von hinten, weil es sind jetzt zwei grüne Signale. Und da kommt jetzt auch der Gegenzug aus der anderen Richtung. Jo, das waren jetzt zwei D0ML der Mittelrheinbahn. Einmal in Richtung Mainz und einmal in Richtung Köln. So, da nähert sich ein weiterer Güterzug. Trotz Sabotage meiner Freunde habe ich es noch hingekriegt, den schönen hupenden Zug in Richtung Köln gut aufzunehmen. Mit dem nächsten Rhein-Ruhr-Express geht es weiter. Mit dem nächsten Zug geht es jetzt hier weiter. Dass das jetzt eine Überflutung war von einem alten Oralia Continental. Ich meine, das war die Baureihe 440 und die fährt hier normalerweise nicht. Das heißt, wir haben etwas Besonderes gefunden. So, da kommt jetzt der nächste Zug. Ich kann noch nicht erkennen, was es ist. Es sieht mir aber nach einer Stadler Eurodual aus. Das war einfach mal eine S-Bahn Stuttgart. Hier an der linken Rheinstrecke. Das war eine Überführung. Das ist richtig geil. Ey, das ist ein richtiges Highlight für das heutige Video. Richtig gut. So, da kommt jetzt ein IC1. Leider haben sich jetzt hier zwei Züge gekreuzt, aber man kann ja nie alles haben. Ich weiß noch nicht, was da kommt. Vorhin war ein Rhein-Ruhr-Express, eine S-Bahn Stuttgart und ein Alstom Coradia Continental. Also bis jetzt läuft es sehr, sehr gut hier. So, da kommt jetzt der nächste Zug. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber wahrscheinlich eine Vectron oder eine Eurodual. Willkommen zu Geschichten eines Trains. Es gibt keinen. Ist gerade ziemlich langweilig. Kein Zug kommt, kein grünes Signal ist. Ja, da hinten, ich kann es euch vielleicht mal zeigen. Wie ihr sehen könnt, ist da hinten ein grünes Signal. Jedoch ist das die ganze Zeit schon dort gewesen. Und eigentlich ändert sich es aktuell recht wenig. Und im Großen und Ganzen warte ich einfach auf den nächsten Zug. Wahrscheinlich sind die nächsten dann die RB26, also wieder die D0ML. Und ich hoffe, wir finden heute nochmal eine Leerfahrt oder eine Dienstfahrt. Wir hatten es ja schon, wir hatten Alstom Coradia Continental, Baureihe 1440, nicht diese Grinsekatze, nicht die Baureihe 1440, sondern die Baureihe 440, die haben wir gefunden. Und eine S-Bahn Stuttgart, der Baureihe 423. Normalerweise glaube ich nicht auf der linken Rheinstrecke verkehrt. So, jetzt werden sich hier die Mittelrheinbahnen, und zwar die RB26, kreuzen. Jetzt erstmal der in Richtung Köln aus Mainz.
Und gleich wird die nächste Mittelrheinbahn kommen. Ich glaube, ich kann sie da hinten sogar schon sehen. Die Züge hinterlassen immer so einen schönen Windstoß. Wir stehen hier jetzt seit einer halben Stunde oder sogar länger. Also wir stehen insgesamt, glaube ich, seit 2,5 Stunden hier, aber seit einer halben Stunde kommt jetzt kein Zug mehr. Die grünen Signale in Richtung Koblenz bahnen sich an. In Richtung Koblenz. Und wahrscheinlich kommt ein Rhein-Ruhr-Express und für eine halbe Stunde stehen, Rhein-Ruhr-Express zu fotografieren. Ist ein bisschen enttäuschend, aber es wird besser. Ich hoffe sehr auf eine Sonderfahrt, weil normalerweise laut meiner Erfahrung war es immer so, wenn so über eine halbe Stunde nichts kommt, außer mal an der Rosigstrecke, an diesen wichtigeren Strecken wie Dortmund-Hamm oder der linken Rheinstrecke, dann kommt meistens etwas Gutes und da sehen wir schon das nächste grüne Signal. Und da sehen wir schon den Zug und ich muss umschwenken. Schade, leider nur der Vectron. Oder sogar länger. Dann Rhein-Ruhr-Express und der Vectron, die eigentlich jede 20 Minuten hier fahren sollten. Ziemlich überraschend kommt da jetzt der nächste Güterzug. Und jetzt fahren gefühlt in 10 Minuten 10 Züge durch, aber willkommen an der linken Rheinstrecke, würde ich sagen. So, da kommt jetzt der nächste Zug. Vielleicht auch mal was Besonderes. Auch mein Intercity hier an der linken Rheinstrecke. Hat lange gedauert, aber hat gut gehupt. Jetzt fotografieren wir hier im strömenden Regen. So, nach ca. 3 Stunden ein Fotografieren begrüße ich euch ganz herzlich hier aus dem Bahnhof Sinzig. Es geht gleich mit dem Regionalexpress 5 nach Köln, dann mit dem ICE von Köln nach Hagen, das soll ein ICE 2 sein, und von Hagen nach Fintrop. Wir haben 3 Stunden lang erfolgreich fotografiert, dann hat uns der Regen leider unterbrochen, das heißt, wir mussten weggehen. Highlights waren unter anderem, ein paar ICEs kamen durch. Ich meine, Intercities gab es auch. Eichenkoral der Continental Leerfahrt fuhr durch. Und noch eine S-Bahn Stuttgart, das war auch noch eine Überführung. Ja, der Bahnhof Sinzig, was ich sagen kann, gefällt mir sehr gut. Wir waren vorhin noch Döner essen, hat gut geschmeckt. Wir waren ein bisschen so in der Sinziger Innenstadt. Man kann es nicht wirklich Innenstadt nennen, aber so Innengebiet. Sinzig an sich ist eine schöne Stadt. Wie immer, die linke Rheinstrecke war super. Jedoch hat man dann manchmal eine halbe Stunde bis 45 Minuten warten müssen, bis ein Zug kam. Also heute ist echt recht wenig los an der linken Rheinstrecke. Die ersten 1 bis 2 Stunden war sehr viel los. Und dann wurde es immer weniger. Ich habe keine Ahnung, vielleicht fuhren keine Güterzüge mehr. Also ja, ich stehe jetzt hier und jetzt will mein Freund noch etwas sagen. Im Großen und Ganzen war es ein sehr erfolgreicher Tag. Wir haben ein paar sehr schöne Fotos und Videos machen können, auch für diesen Kanal. Ich sag mal so, meine Fotos waren jetzt nicht immer so gut. Ich weiß nicht, woran es heute gelegen hat. Wir machen das jetzt ungefähr seit einem Jahr. Und dass ich heute so schlechte Fotos schießen werde, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, also wir sehen uns dann wahrscheinlich noch in Köln oder in Hagen oder dann am Ende im Fintrop. Auf jeden Fall werde ich noch ein bisschen was berichten. Und ja, Sinzig ist eine schöne Stadt. Ich werde auf jeden Fall noch mal in die linke Rheinstrecke fahren. Vielleicht noch mal nach Oberwesel, nach Sinzig oder nach Koblenz. Wir werden es uns sehen. Jo. So, hier in der Überführung in Fintrop angekommen, kann ich euch noch ein bisschen über die Rückfahrt berichten. Wie gesagt, wir sind mit dem Rhein-Ruhr-Express von Sinzig nach Köln gefahren. Der hatte 6 Minuten Verspätung, aber wir hatten 20 Minuten Umstiegszeit. Wir sind dann pünktlich mit dem ICE von Köln nach Hagen abgefahren. Jedoch hatte der ICE dann 6 Minuten Verspätung, musste dann in Hagen rennen, deswegen konnte ich dort nicht aufnehmen. Die Fahrt von Hagen nach Fintrop war dann wieder sehr angenehm. Damit verabschiede ich mich von diesem Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. Und jetzt lasse ich meinen Freund noch das Endwort. So, die Reise war sehr erfolgreich und wir sehen uns im nächsten Mal. Jo.